So, herzlich willkommen zurück zu Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Wir sind immer noch in der Seilbahnstation. Ich dachte, ich hätte es zum Schloss geschafft, aber ich glaube, einmal Seilbahn müssen wir noch fahren. Und ich hoffe, das wird das ganz gut hinhauen. Und das war die falsche Tür. Halt! Oh ja. Und man erwartet uns schon wieder hier. Aua! Au! Vielleicht sollten wir seinen Kollegen hier erstmal ausschalten. Alter! Die werden jetzt langsam ungemütlich hier. Oh oh. So. So. Meine Güte. Und wir haben unseren Hut verloren. Das Schlimmste, was irgendwie passieren kann. Wo ist unser Hut? Oh, wetten, der ist jetzt runtergefallen. Da wette ich mit euch. Schade. Ich glaube, der ist wirklich runtergefallen. Oh. Ich sehe ihn nicht. Seht ihr ihn? Ich glaube, wir müssen ohne unseren geliebten Hut. Musik? Warum ist auch immer die Musik jetzt so aggro wird? Die startenden Flugzeuge zerstören. Okay, das bekomme ich hin. Warum auch immer, aber es ist bestimmt nicht gut, wenn die starten hier. Ja, easy enough, würde ich sagen. Okay. Und das ist der letzte Abschnitt mit der Seilbahn hier. Hoffe ich zumindest. Kommt da noch was? War's das? Es kommen keine Flugzeuge mehr, deswegen schätze ich mal, war's das erstmal. MG. Ich brauch dich nochmal. So. Damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Oh, mein Glückshut. Hoffentlich geht diese Folge gut. Ich vermisse ihn ja schon. Immer der jetzt auch hingefallen ist. So. War der Alarm an? Kein Fan von denen. Aber wir haben unsere MG wieder. Na, komm raus. Genau. Mach die Tür auf, sehr schön von dir. Ich wünschte, ich könnte das MG so Rambo-Style mitnehmen. Aber Rambo-Style ist halt nicht Indie-Style. Aber wir kriegen das schon auch so hin. So. Ah, ich glaube, ich lasse die Pistole gleich mal gezogen. Kann nicht schaden, wenn hier schon Flammenwerfer-Typen so rumrennen, ohne dass der Alarm ausgelöst wurde, dann schadet das bestimmt nicht. Oh, die sind hier echt schon auf Zack, ey. Oh Gott, noch mehr Flammenwerfer. Nein. Und Granaten. Nein. Scheiße. Okay, die sprengen sich selber damit in die Luft. Die haben sich jetzt echt selber damit hochgehakt. Habe ich kein Problem damit. Schön. Und der Flammenwerfer-Typ hat nur noch einen Schuss gebraucht. So, wo ist jetzt mein geliebter Hut? Der muss doch hier irgendwo liegen, oder? Oh, Granate. Nur nicht mich selbst in die Luft sprengen. Nehme ich gerne mit. Ich sehe leider keinen Hut hier. No. Unser Hut ist, glaube ich, wirklich weg. Was? Was? Warum? Das ist der Amerikaner. Ich habe da ein Geschenk für euch. Oh Gott, drei Gegner gleich, ey. Ich hoffe, die werfen sie jetzt nicht zurück. Ah, sie wollten. Hallo, mein Freund. Tschüss. Oh, da unten liegt er. Unser Hut. Seht ihr ihn? Das braune Teil da. Hier. Da liegt unser Hut. Schade. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir in dem nächsten Level unseren geliebten Hut wieder haben werden.
So. Aber bis dahin nehmen wir mal noch ein Medikit. Und die Mauser. Genau. Ah, hier liegt auch noch eine MP. Nehme ich mit. So, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Da wäre noch eine Tür. Das funktioniert nicht. Das kann es nicht sein. Wir können nochmal schauen, ob da Kisten sind. Das Spiel versteckt ja gern Kisten hinter Ecken und so. Nee, hier geht es gar nicht weiter. Und da drüben auch nichts. Ah, da ist ein Hebel. Okay. Würde ich mal raten, ziehen wir doch einfach mal an dem Hebel und schauen, was passiert. So. Chaka. Ah, die Seilbahn kommt. Sehr schön. Die könnte ein bisschen schneller kommen. Dann warten wir hier einfach mal ein bisschen. Okay, es dauert wohl etwas, bis sie ankommt. Oh Mann. Wahrlich nicht die schnellste Technik hier. So. Na, ich glaube, dann haben wir es schon fast. Hoffe ich mal. Ah, da ist ein MG auf der Seilbahn. Nee, dann haben wir es wohl noch nicht. Ich bin sicher, da kommen noch ein paar Flieger, die uns Hallo sagen wollen. So. Musik. Was ist los? Natürlich. Inni geht gleich zum MG, weil er schon weiß, was kommen wird. Hier. Hey. So. Da starten wahrscheinlich keine mehr. Oh. Irgendwie treffe ich den jetzt nicht. Kleiner Mist. Oh. Das hätte Indies Tod bedeutet, aber. Oh, das war's schon. Okay. Ein schönes Bild. Vorm Gesicht des Buddhas wird der Flieger zerstört. Okay. Das ist ganz offensichtlich die Festung hier. Was ein Szenenwechsel. Vom grauen, hässlichen Bunker zu so einer stylischen Bude hier. Ja, Kyle weiß, wie man stilvoll wohnt, würde ich sagen. Was habe ich denn noch alles? Oh, mein Revolver hat wieder 6 Schuss auf magische Art und Weise. Aber wir haben unsere ganzen anderen Waffen verloren. Unsere Feldflasche ist wieder voll, aber wir haben keine Medikits. Okay. Damit kann ich leben. Sind wieder nur auf uns und unsere Peitsche gestellt. Dort werde ich Meing finden. Ja, ich gehe mal stark davon aus, in die. Es gewittert auch noch. Aber ich mag den Hintergrund sehr gerne von dem Spiel. Sieht sehr cool aus im Vergleich zu diesen ja relativ hässlichen Bergen hier im Vordergrund. Aber das die Burg an sich sieht cool aus. Bloß mit Bergen und Felsen haben es die Entwickler nicht so. So, oh, das sieht nach Klettern aus. Nach vielen Kletterpassagen. Ich denke mal hier lang. Sieht so aus. Und ein Gewitter tobt. Aua. Und Indy hat sich schon wieder wehgetan. Oh, hallo, mein Freund. Du bist nicht freundlich, schätze ich mal. Trägt einen Zahnstocher mit sich rum. Schau an. Oh, nein. Nein, ich werde bestimmt nicht stehen bleiben. Alter, die blocken das einfach. Ah, das kann er nicht blocken. Na komm. Schön. Na komm schon. Indy hat ganz klar die überlegene Kampftechnik.
Hey. Okay. Ging ja. Das ging ja noch. Okay. Der Boden sieht etwas kaputt aus. Wir können hier nach oben gehen. Schaue ich auch gleich hoch. Ich will noch mal die andere Tür ausprobieren. So. Wo schauen wir hin? Schauen wir mal nach oben. Nettes Geräusch. Schöne Bambusleiter. Okay. Wir machen Kais Schloss hier kaputt. So, und jetzt in die... Aha. Seilen wir uns sachte ab. Ich weiß ja, wie Indy uns sein... Okay. Will er nicht? Ja, natürlich. Indy und sein Knöchel. Das nimmt er ganz genau. Kriegt er natürlich gleich Schaden. Oh, das sieht nach einem Job für die Peitsche aus. Liegt da drin noch irgendwas? Ich will nur gründlich sein, wisst ihr? Nee, da war nichts mehr. Ich mag die Musik. Passt gut. Okay. Aber ist so gut. Inni hat gerade irgendwo hingeschaut. Vielleicht zu dem Pfosten hoch. Ich hoffe nicht zu Gegnern. Okay, da oben ist die Wand leicht kaputt. Jetzt will ich mal schnell schauen. Nee, das geht nicht, okay. Hätte ja sein können, dass ich Indy irgendwie festhält, aber das ist zu hoch. Und ich glaube, er würde sich auch nicht festhalten. An dem Zeug hält er sich aber fest. Sehr nett von dem Hausmeister oder dem Gärtner, dass er hier extra noch einen Weg für uns gelassen hat. Geht die Wand jetzt kaputt, ist meine Frage. Aber wenn wir abstürzen, haben wir noch die Plattform da unten, also passt das eigentlich. Das ist der Amerikaner, schnappt ihn! Au! Oh oh, da kommt noch ein Kollege. Jetzt sind es ein paar mehr. Aua. Oh, der hat geblockt. Schau an. Aber nur den ersten Schlag. Oh, sein Kollege ist schon hinüber. Aber mit die Speere können sie nicht so gut blocken. Au. Holy shit. Kleiner Kung-Fu-Typ hier. Das läuft doch schon mal ganz gut, finde ich. Das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob ich bis jetzt Glück habe mit den Gegnern hier oder ob sie einfach so schlecht sind. Aber ich denke mal, das wird sich schon noch rausstellen. Den Speer kann ich hier mitnehmen, Gott sei Dank. Finde ich auch schön. So. Und höher, immer höher. Geht es hinauf. Lass mich raten, diese Tür ist nicht offen. Das funktioniert nicht. Ja. Oh, jetzt muss ich den Speer leider hier lassen. Oh, nur nicht so weit vor Indy. Okay. Wir könnten hier nach oben, wir könnten aber auch darüber. Ich würde fast sagen, da gehen wir mal darüber. Ich hoffe, Indy hält sich an diesen Ranken fest. Wenn nicht, ja, stürzen wir leicht ab wahrscheinlich. Boah. Indy hält sich tatsächlich fest, sehr schön. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Also entweder geht's hier weiter oder hier. Wie lässt der Indy los? Ah, so. Okay. Wenn Indy jetzt gesagt hätte, das funktioniert nicht, dann hätte ich gelacht. Das funktioniert nicht. Ja, genau. Ah, eine Maske. Oh, schönes Teil. Der schaut aber ganz besonders freundlich. Na komm, Indy. Pack das Ding ein. Ich bin ein reicher Mann. Wenn ich das hier überlebe. Was war das? Kambaluk-Maske. Alles klar.
Hast Indy was für Halloween? So. Wie komme ich jetzt da wieder zurück? Ich vermute fast. Ich vermute im Moment. Ich kann hier nicht mehr zurückspringen einfach. Moment mal kurz. Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht. Da springe ich in meinen sicheren Tod. Ich könnte aber versuchen, da reinzukommen unten. Da muss ich wenigstens den anderen Weg nicht mehr gehen. Das kurze Stück. So, mal schauen, ob ich da irgendwie rüberkommen kann. Nein, nein, nicht nach rechts, Indy. Nach unten. Oh, ich weiß nicht, was er immer hat. Vor allem, warum er einfach immer nach rechts will. So, das wollte ich nicht machen. Ich wollte irgendwie darüber, aber... Indy hatte andere Pläne. Na gut. Wenn er meint... So. Okay. Oh, okay. Fast nicht reingekommen. Habe ich die Tür schon probiert? Das funktioniert nicht. Aber immer alle Türen probieren. Eine könnte offen sein und dahinter könnte einiges Gutes sein für uns. So. Nein, nein. Oh Gott. Wenn die Gegner mich nicht umbringen, dann wahrscheinlich meine eigene Dummheit und mein eigenes Ungeschick hier. So. So rüber. Und jetzt nochmal so. In die Keuch schon ganz. So wie ihr herumgehetzt wird. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Alles klar. Okay. Schauen wir nochmal nach, was da oben ist. Bevor ich die Folge für heute beende. Okay, ja. Ruhe, zurück an die Arbeit. Okay, ich habe definitiv zwei Typen gesehen. Sieht er uns jetzt hier? Ich hoffe mal nicht. Indy, nimm deine Hand da weg. Beschützt den Meister. Ich schätze mal, der Meister wird der gute Kai sein. Okay. Hoch mit uns. Mal schauen, ob das mit der Peitsche auch bei Sperren funktioniert. Hey, Nico. Er hat sie auf jeden Fall bei... Oh, da kommt sein Kollege. Gib mir mal deinen Speer hier. Au! Nein, block ihn, Indy. Kai hat es wohl gern traditionell hier. Oh, toll, Speer kaputt. Immer diese China-Qualität hier. Kai hat es wohl gern traditionell hier mit seinen Wachen. Oh, da kam gerade ein Blitz runter. Ich hoffe, der kann uns nicht treffen. Und der da drüben scheint festzustecken. Hallo, mein Freund. Ja, du gehst da mal ein bisschen... Au, au! So ein kleiner Mistkerl, hey. Und der hat eine Armbrust. Gib mir deine Armbrust, mein Freund. Oh. Au! Ah! Indy, trink was. Bevor wir tot sind und alles wieder spielen müssen. Alter, die machen ja richtig Schaden, wenn sie mal echt zum Zug kommen. Die kleinen Kung-Fu-Leute hier. Au! Ah, so einfach kriegst du mich nicht, mein Freund. Au! Okay. Scheiße, Mann. Ah. Stirbst du jetzt mal endlich? So, jetzt aber. Ah, die sind schon penetrant, also. Wo ist jetzt deine Armbrust hier? Ah. Schönes Teil. Jep. Wie viel Schuss hat das Ding denn? Drei Schuss haben wir. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
Oh, ein Brunnen. Okay, füllen wir schnell unser Wasser hier auf. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr heute zugeschaut habt und dabei wart. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Und dann werden wir schauen, was sich in diesen Kisten befindet und wie wir hier im Schloss weiterkommen. Aber ich denke mal, ein schwieriger Anfangspart, der Kletterpart, ist überwunden. Ich bin versucht zu sagen, es kann nur besser werden, aber ich will das Böse nicht heraufbeschwören. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.